Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Mittlerweile ist es März und ich möchte euch in diesem Video an den Vorbereitungen für Mionas Stadt im Kindergarten teilhaben lassen. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Bis jetzt haben wir schon ein paar Dinge vorbereitet, zum Beispiel diese beiden Taschen. Einmal ein Turnbeutel für Mionas Sportkleidung und eine Tasche für Wechselkleidung. Diese Taschen habe ich nicht selbst genäht, das war meine Mutter. Sie hat uns diese beiden hier und auch noch ein paar kleinere Täschchen anhand der Maße, die wir vom Kindergarten bekommen haben, genäht und zugeschickt. Um das machen zu können, hätten wir uns nämlich erstmal eine Nähmaschine kaufen müssen. Und ich kann das auch nicht besonders gut, deswegen bin ich sehr dankbar, dass meine Mutter das gemacht hat. Ich muss hier jetzt allerdings noch Namensschilder aufnähen. Diesen Schuhkasten hat Miona gebastelt, als wir uns mit der Spielgruppe im Kindergarten getroffen haben. Hier wird sie dann immer ihre Schuhe reinstellen. Und für die Hausschuhe gibt es auch nochmal einen Beutel, den meine Mutter genäht hat. So viel dazu. Diesen Monat gehen wir nicht mehr zur Spielgruppe, aber wir müssen nächste Woche trotzdem noch einmal in den Kindergarten, um dort all die Sachen abzuholen, die wir über den Kindergarten bestellt haben. Der Kindergarten macht auch extra nur deswegen kurz auf, denn wegen dem Coronavirus haben nicht nur die Schulen hier bei uns, sondern auch unser Kindergarten vorübergehend geschlossen. Einfach nur als eine Vorsichtsmaßnahme. Generell sind die Leute hier in den letzten Tagen ein bisschen durchgedreht, was das Thema angeht. Wirklich reihenweise leere Regale in den Geschäften. Und wir waren das Wochenende krank zu Hause und konnten nicht einkaufen gehen. Uns fehlt jetzt zum Glück nichts so dringend, aber als ich eben einkaufen war, sah es auch bei den Windeln echt übel aus. Feuchttücher, Windeln, Binden, Toilettenpapier, Küchenpapier, Taschentücher, Gesichtsmasken und natürlich auch Reinigungstücher. Es war nichts mehr da. Im Supermarkt war sogar die Auslage mit den fertig zubereiteten Lebensmitteln abgedeckt. Das ist normalerweise nicht so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sogar besser. Die sollte eigentlich immer abgedeckt sein. Aus Gründen einfach. Unser Kindergarten hat also jetzt den März über erstmal geschlossen. Wir werden von der Kindergartenleitung immer über eine App benachrichtigt. So erhalten wir dann immer alle Informationen, die für uns wichtig sind. Im Moment sieht es so aus, als würde im April der Betrieb wieder ganz normal weitergehen. Aber es war auch in der letzten Benachrichtigung ausdrücklich vermerkt, dass sobald es auch nur den kleinsten Verdachtsfall auf Corona im Kindergarten gibt, müssen umgehend alle Erzieherinnen zu Hause bleiben für 2 Wochen. Und damit wäre der Kindergarten dann wieder zu. Deswegen wurden auch die Eltern und die Kinder gebeten, sich vorübergehend aus großen Menschenmassen fernzuhalten. Bin jetzt echt gespannt, ob das im April dann alles so klappt, wie es auch geplant ist. Aber das ist jetzt auch erstmal genug zu dem Thema. Kommen wir erstmal wieder zu den Vorbereitungen für den Kindergarten zurück. Soweit ich das richtig verstanden habe, wird im April erstmal alles ein bisschen chaotisch sein. Aber sobald dann der normale Kindergartenbetrieb angefangen hat, wird Miona 4 Tage in der Woche vom Kindergarten Essen bekommen. Und immer am Mittwoch werde ich ihr ein Bento mitgeben, das sie dann dort im Kindergarten isst. Am Anfang werde ich, glaube ich, ein bisschen öfter ein Bento machen müssen. Aber das wird mir der Kindergarten ja dann mitteilen. Nichtsdestotrotz braucht sie eine Bento-Box, Besteck und eine Tasse für das Essen dort. Die Tasse werde ich noch bereitstellen, aber es kommt dann auch wieder alles in einen Beutel, den meine Mutter genäht hat. Oh, und ein Tuch als Unterlage brauchte sie auch noch. Damit wird dann die Bento-Box eingewickelt und das muss ich unbedingt noch üben. Das ist ihr Besteckset mit einer Gabel, einem Löffel und den Essstäbchen. So eingepackt wird sie es dann immer in ihrem Rucksack haben. Für euch geht es jetzt direkt weiter, aber ich muss jetzt erstmal bis zum nächsten Update warten. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass meine Schwiegermutter hierher kommt und dann werde ich mit Miona wieder in den Kindergarten gehen, weil wir heute ja all ihre Sachen abholen, die wir über den Kindergarten bestellt haben. Wir haben auch gestern vom Kindergarten die Benachrichtigung bekommen, dass wir um 14.20 Uhr dran sind. Also es sind verschiedene Nummern in verschiedene Gruppen eingeteilt, damit eben nicht alle auf einmal im Kindergarten sind. Und unsere Nummer ist eben in der Gruppe, die ab 14.20 Uhr dran ist. Und da wir halt auch nicht so früh in den Kindergarten müssen, sondern erst mittags, ist meine Schwiegermutter auch nicht schon gestern gekommen, sondern kommt eben jetzt halt erst gleich. Und sobald Miona und ich wieder zu Hause sind, zeige ich euch die Sachen, die wir abgeholt haben. So, und jetzt sind wir auch schon wieder zu Hause. Wir waren heute wirklich nur im Kindergarten, um die Sachen dort abzuholen. Bevor wir das Gelände überhaupt betreten durften, mussten wir uns erstmal die Hände desinfizieren. Und dann haben wir auch schon alles entgegennehmen dürfen, was wir über den Kindergarten bestellt haben. Zumindest die meisten Sachen. Ein paar Sachen werden erst im April überreicht. Aber alles, was es vorher schon gab, haben wir jetzt abgeholt. Zum einen sind das einige Materialien, die Miona in ihrem Kindergartenalltag einfach brauchen wird. Und zum anderen ist es ihre Kindergartenuniform. Miona ist jetzt aber schon mit zur Oma gefahren, deswegen kann ich euch nicht zeigen, wie sie in der Uniform aussieht. Aber ich kann euch immerhin schon mal all die Sachen zeigen, die ich heute abgeholt habe. Wir fangen jetzt erstmal mit all den Sachen hier an. Ich werde euch jetzt nach und nach zeigen, was das alles ist. Das hier ist Kleber. Hier in dieser Box ist Knete und so kleines Holzwerkzeug, um die Knete zu bearbeiten. In dieser Box sind auch noch Sachen zum Malen und Basteln. Also das hier ist erstmal ein Lenlakucho. Das wird für den Kommunikationsaustausch zwischen Erzieherinnen und Eltern genutzt.
Da wird dann immer ja alles so reingeschrieben, was so ansteht, nehme ich mal an. Ja, dann natürlich Buntstifte, Wachsmalstifte, ja, eine Schere und Kastagnetten. Hier in diese Mappe kommen dann alle Dokumente, die uns der Kindergarten aushändigt. Also wenn es irgendwelche Elternbriefe oder sonstiges gibt, dann kommt das alles hier in diese Mappe. Ansonsten haben wir hier noch buntes Mal- und Bastelpapier. Einfach verschiedene Farben. Dann hier noch einmal einen weißen Zeichenblock, um Sachen zu malen. Dann hier so ein Arbeitsbrett, vor allen Dingen auch für die Knete. Und das hier ist nochmal irgendwie so ein Bastelheft. Die Sachen werden wahrscheinlich dann ausgeschnitten werden und dann wird damit wahrscheinlich gebastelt. Die Sachen von hier, die wird es alle erst später geben. Hier sind ein paar Sachen, die gibt es im April. Dann was zum Geburtstag gibt es noch. Und das hier wird zum Beispiel erst ganz am Ende von den 3 Jahren Kindergarten überreicht. Also die Sachen hier haben wir jetzt erstmal noch nicht. Zur Uniform muss ich jetzt kurz nochmal was erzählen. Da ich ja aus Deutschland komme, bin ich dieses ganze Thema Schuluniform gar nicht so gewohnt. Und da hatte ich damals im Kindergarten nachgefragt, wie man die Uniform am besten kauft, also in welcher Größe und wie man das so generell macht, weil ich das halt einfach nicht kenne. Und da bin ich auch wirklich ganz lieb beraten worden. Und da man mir dort auch gesagt hat, dass die meisten Eltern die Uniform größer kaufen, damit sie auch die 3 Jahre der Kindergartenzeit auch passt, habe ich mich auch dazu entschieden, die Kindergartenuniform in Größe 120 zu bestellen. Miona trägt aktuell Größe 100, also ist es dir natürlich alles etwas zu groß. Aber mit 120 cm sollten wir die 3 Jahre Kindergarten gut überbrücken, denke ich mal. Und ich hoffe auch einfach mal, dass wir nicht nochmal was nachkaufen müssen. Aber das muss ich einfach alles auf mich zukommen lassen. Das sind all die Sachen von ihrer Uniform und ich werde euch das jetzt im Einzelnen nochmal zeigen. Für die Mädchen gibt es ein Trägerkleid und eine weiße Bluse. Also generell ist der Kindergarten mit der Uniform wohl nicht so streng. Also die Bluse muss zum Beispiel auch nur bei besonderen Anlässen, wie zum Beispiel der Einschulung oder anderen wichtigen Anlässen im Kindergarten getragen werden. Ansonsten geht auch jedes andere Oberteil, was man unter das Kleid hier ziehen kann. Für den Winter gibt es noch einen Hut und einen Cardigan. Und natürlich sind unter dem Kleid auch Hosen und Strumpfhosen erlaubt, also das ist alles gar kein Thema. Das hier ist Mionas Sportuniform, da ist auch ihr Name. Und dann besteht die Uniform aus einem einfachen Sport-T-Shirt und einer Sporthose. Und das wird sie dann immer anziehen, wenn sie im Kindergarten Sport macht. Einen Rucksack gibt es auch. Da kommt dann alles rein, was sie immer mitnehmen muss. Dieses Cape hier wird Miona immer tragen, wenn sie was malt oder bastelt, damit sie ihre Kleidung halt nicht dreckig macht. Und dann gab sie auch noch einen Pulli vom Kindergarten, den die Kinder anziehen können, wenn es kalt ist. Und das war es dann noch eigentlich schon. Bevor ich jetzt ins Bett gehe, möchte ich noch die letzten Sachen zeigen, die ich vorbereitet habe. Hier in dieser Tüte ist Mionas Tasse. Ich hatte die ganze Zeit noch nach einer kleineren Tüte geschaut, aber leider keine gefunden. Deswegen muss diese Tüte hier ausreichen. Denn es kann ja immer sein, dass die Tasse noch ein bisschen nass ist und dann kann man die nicht so in den Rucksack packen. Deswegen hat der Kindergarten es lieber, wenn die Tasse noch mal in einer Extratüte ist. Und dann nehme ich jetzt einfach erstmal diese hier. Vielleicht finde ich ja noch was anderes in der nächsten Zeit. Dann habe ich mir dann noch mal 2 Handtücher geholt, die man aufhängen kann. Die brauchst du nämlich auch für den Kindergarten, dass sie sich dort die Hände waschen kann und die Hände abtrocknen kann und alles. Auf den Handtüchern steht sogar auch extra ihr Name drauf. Und ja, Miona erkennt die Zeichen für ihren Namen schon. Also sie weiß, dass da auch Miona steht. Und dann habe ich Miona noch ein einfaches Paar weiße Socken geholt. Zur Einschulungszeremonie im April soll sie nämlich weiße Socken tragen. Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob die Socken lang genug sind. Es ist zumindest ihre Sockengröße. Und dann muss ich mal schauen, wenn sie die anzieht, ob die wirklich bis dahin gehen, wo sie hingehen sollen. Aber solche Socken hatte sie bisher noch nicht, deswegen habe ich da jetzt auch mal ein paar mitgenommen. Der Kindergarten ist nicht so weit entfernt von uns, deswegen werden wir jeden Morgen dorthin laufen. Und dafür braucht Miona natürlich auch ein Regencape, denn auch wenn es regnet, müssen wir leider laufen. Ich brauche übrigens auch noch ein Regencape, denn ich habe hier auch immer noch Juno Makoto, die ich im Kinderwagen schieben werde. Und wenn ich den Kinderwagen schiebe, kann ich nicht gleichzeitig noch einen Regenschirm halten. Da brauche ich dann auf jeden Fall auch ein ordentliches Regencape. Ich glaube, ich habe jetzt auch soweit alles aufgezählt, was ich in der letzten Zeit vorbereitet habe und werde das Video jetzt deshalb an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank, dass ihr es euch angesehen habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye bye!